Für Camilla Suckfüll aus Güstrow geht ein Traum in Erfüllung. Die 18-Jährige wird ab Oktober an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig studieren. Erst im vergangenen Jahr habe sie begonnen, eine Mappe zu erarbeiten, die sie im Februar an der Hochschule einreichte. Sie sei überglücklich, dass das geklappt habe. Worauf freut sie sich am meisten? Auf jeden Fall auf das Zusammenarbeiten mit den anderen Studenten. Also darauf freue ich mich wirklich, weil jeder seine unterschiedliche Arbeitsweisen hat. Und man das ja hier auf dem Land gar nicht so kennt, dass sich viele Leute für das Gleiche interessieren. Also klar sind wir hier alle im Kurs immer zusammengekommen, aber es waren doch eher ältere Leute. Und jetzt auch auf Gleichaltrige zu treffen, die das Gleiche interessiert, darauf freue ich mich mit am meisten, ja. 3 Tage lang musste sich Camilla eine Eignungsprüfung unterziehen. Sie war eine von 29 Bewerbern. Zu Bewerbungsgespräch sei sie dann Ende März eingeladen worden, das sie vor 4 Professoren absolviert habe. Ihre Zeichnungen erarbeitete sie zumeist in einem Kurs im Güstrower Kunsthaus. Henning Spitzer, Bildhauer und freiberuflicher Künstler, gibt dort den Kurs Schule des Sehens. Camilla sagte mir einst, sie würde es bereuen, wenn sie diesen Versuch jetzt nicht startet. Und das finde ich, das trifft die Situation. Sozusagen, man spürt eine Neigung und dann entscheidet man, verfolgt man die jetzt oder nicht. Und ich freue mich riesig, dass sie bereit ist, dass sie sich vorbereitet hat und dass es auch auf diesen ersten Anlauf gleich funktionierte. Welche Arbeiten sie in der Mappe an der Hochschule eingereicht hat, konnte sie selbst entscheiden. Es geht hauptsächlich darum, die eigene künstlerische Neigung zu zeigen, erklärt sie. Ihre eigene Leidenschaft sollte hier zum Ausdruck kommen. Bei Camilla seien das vor allem Landschaften und Stillleben. Bereits in der Grundschule habe der Entschluss festgestanden, in welche berufliche Richtung es für die Güstrowerin einmal gehen wird. Auch wenn dieser zwischenzeitlich ins Wanken geraten sei, habe sie sich in der 11. Klasse entschieden, freiberufliche Künstlerin zu werden. Auch der Kurs im Kunsthaus habe dazu beigetragen. Der Ort des Studiums aber sei nicht verhandelbar gewesen. Entweder Leipzig oder nirgends, sagte die 18-Jährige. Deshalb habe sie sich auch nur an dieser Hochschule beworben und freut sich umso mehr, angenommen worden zu sein. Spezialisiert auf das Erlebnis Natur fertigte Camilla Suckfüll auch einige Porträts. Hierbei ist es wichtig, dass die innere Haltung der Person gut rüberkommt, betont Henning Spitze als Lehrer. Der Künstler macht jedem Kunstinteressierten Mut, sich in Kursen am Kunsthaus Güstrow auszuprobieren. So wird die 18-Jährige bis zu ihrem Umzug nach Leipzig noch kräftig weiterarbeiten und auch den Kurs bei Henning Spitzer belegen. Hat sie irgendwelche Zweifel, ob der Wechsel nach Leipzig der richtige ist? In Hinsicht, ob es wirklich das Richtige ist, gar nicht. Also da bin ich mir sehr sicher, ja. Also die Angst, die ich eher habe, ist, dass der Stil, den ich jetzt gerade habe, dass der ein bisschen untergeht in der Hochschule, weil ich mich zu sehr darauf konzentriere, handwerklich gut zu werden. Und nun freut sie sich schon jetzt auf ihre Studienzeit in Leipzig.